Ist bereit. So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute ist das zweite Video mit Schätzfragen. Jasmin hat wieder 7 Fragen für uns vorbereitet. Und das erste Video hat ja eher ganz knapp gewonnen. Und sehr unsicher war das Ganze. Deswegen werde ich ihn jetzt schlagen. Ihr schreibt auf jeden Fall eure Kommentare wieder in die Kommentare eure Antworten zu den Fragen. Und dann machen wir gar nicht lang rum. Wenn einer ein Ergebnis aufgeschrieben hat, hat der andere noch 5 Sekunden Zeit. Best of 7. Und dann sagen wir, fangen wir mal mit der ersten Frage an. So, wann war der Erstflug vom Airbus A380? Was? Wann war der Erstflug vom Airbus A380? Ihr könnt das genaue Datum oder das Jahr aufschreiben. Genaue Datum. 5, 4, ja. Drei. Oh, ich hab's auch schon. Easy peasy, was hast du? 2007. Okay. 1995. Antwort 2005. Ja, aber da wartet er noch kurz, weil er sich total unsicher ist, ob ich jetzt richtig liege oder er richtig liegt. Ja, ich war mir auch, bin auch nicht, ich hab mich vorhin auch total übel vertan. Okay, 1-0. Airbus 380 nicht. Was weiß ich, was das für ein Flugzeug ist? Das größte Flugzeug der Welt. Ich denke, das ist Antonov. Nein. Also ein Passagierflugzeug. Naja, das war aber nicht dabei. Dann will ich Antonov. Ja, also, nächste Frage. A124 und so. Mhm. Also, wann wurde Mercedes-Benz gegründet? Also die Mercedes-Benz GmbH, so wie sie jetzt bekannt ist. Ja. Ich habe eine Antwort. 3, 2, 1, 2, 1. Oh Gott, ist das dein Ernst? Alle. Beide 1890. Oh Mann. 1926. Zu spät hast. Okay, also. Wahrscheinlich auch nicht. 1-0. Nächste Frage. Masse in Tonnen hat der Leopard 2? Ein Panzer. Aua. Ja. Anstatt das Ergebnis aufzuschreiben, erstmal nur so, aua. In Tonnen. 5, 4, 3. Hab's. Was hast du? Was du? Was hat er? 60 Tonnen. Nigga, 20. Nigga, das hat auf keinen Fall. 62. Oh Gott, das ist ja total Mr. Präzise, oder was? Scheiß Panzer im Keller, oder was? 2-0. Nein, aber früher schon mal Karten gespielt. Totaler Vorteil, oder was? Seid ihr bereit? Ja. Welche Ordnungszahl hat Zink im Periodensystem? Was ist eine Ordnungszahl? Warte, das ist so die steht, die steht Tabelle. Die steht in unserem Eck, steht die von dem eigentlichen Elementensymbol. Ich habe eine Antwort. 3, 2, 1, 2, 1. 40. 32. 30. Nein! Das hat mehr Glück als Verstand. Wie viel steht es? Warte mal, steht es eine? 2, 1. Eine hatten wir beide. Sind wir die jetzt dann gar nicht, oder was? Nee, ich habe nur noch 3 Fragen. Ja, ist egal, ich mache jetzt mit den 3 Fragen platt. So. Seit wann gibt es Steam für das Mobiltelefon? Steam. 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 Wow, was für ein Jahr haben wir? Ich habe ein Ergebnis. 5, 4, 3, 2, 1. Und während ich runterzähle, bin ich mir sicher, dass ich total die Scheiße aufgeschrieben habe, weil es bestimmt schon länger gibt als die Steam-Authentifizierung. Was hat er? Ja, ich habe auch. 2014. Ja, gut, also wahrscheinlich noch besser als ich mit 2017. Du hast allein schon länger auf dem Handy als 2017. Du hast ja wohl länger als 2 Jahre Steam auf dem Handy. Ja, wahrscheinlich. 2012. 14, dann bin ich gar nicht so schlecht. Ja, toll, warte, dann steht jetzt 3-1, wir haben noch eine Frage. Ja, noch 2 habe ich. 3-1, also ich kann noch einen Ausgleich schaffen. Okay, wir ziehen durch. Also. Schreibt aber eure ehrlichen Antworten rein, nicht nachdem ihr gegoogelt habt.
Wie breit ist eine Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 220 in Millimeter? Fünf, vier, drei, zwei, Alter, was soll ich? Eins, null. Was hatte? 2020. Ich hab die Null zu viel. 20.000. Alter, was? Du setzt mich vor total unter Druck. Ja, es sind halt 2 Meter. Ja, in etwa. Und ich hab halt 20.000. Und ich bin dir auf der Ausgegangen, Straße 2020. Vielleicht hat sie auch weniger, ich weiß es nicht. 1855? Nur? Okay, was ist das Baureihe 220? Was weiß ich, welche Baureihe das ist. Aber eine S-Klasse müsste normalerweise breit sein und ein breites Auto ist für mich mit 2 Meter. Egal, okay. Dich für dich im Bereich zum Längen. 4-1, wenn ich richtig gerechnet habe. Nicht mal schlecht gerechnet. Also das zweite Video gewonnen. Glück. Vielen Dank fürs Einschalten, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt eure Antwort in die Kommentare. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.